Nee, V8 ist halt. Nein, das war V6. Mach mal richtig V8. Ich hab keine Ahnung, was ist V8. Und ist jetzt das mal noch mehr, noch mehr Power. Oh mein Gott. Und jetzt drück durch. Alter! Not bad. Dina! Krass. Ist der halt jetzt frei? Craft Attack 10 mit mir, Basti GHG. Wir sind auf dem Server. Hallo. Wir befinden uns in Folge Nummer 18. Ohne nachzufragen, weiß ich das sofort. Wir sind gut dabei. Wir kommen mit unserem Bauprojekt immer weiter voran. So wie es auch sein soll. Wir haben gestern zum Abschluss der Session nochmal uns fleißig an unsere super duper Farm gestellt mit den LAs und haben unsere Elo in Geo gestern ein bisschen gedroppt. Ich weine immer noch. Ich bin immer noch Master. Und ich habe heute eventuell, maybe habe ich heute 2 Runden gespielt und beide gewonnen. Ich bin wieder der 900 Elo auf der Spur. Ihr könnt ja mal gerne hier auf den 2-Kanal schreiben, hey, wenn ihr damit cool seid, wir können auch gerne mal wieder ein Craft Attack und GeoGuessr-Video gleichzeitig hochladen. Ich bezweifle, dass Leute von euch sagen werden, nee, bitte lad nicht 2 Videos am Tag hoch. Aber Alter, ich liebe GeoGuessr so sehr. Ich könnte dazu noch so viele Videos hochladen. Und wir haben auch noch super, super alte Aufnahmen. Ich habe noch eine Session, die ich mit Toni hatte. Die ganze Nacht haben wir GeoGuessr da gezockt. Das war ultra nice. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich bin jetzt mittlerweile wieder besser in GeoGuessr. Und ich möchte ungern GeoGuessr auf einem Stand hochladen, auf dem ich noch nicht so gut war, wie ich es jetzt vielleicht jetzt bin. Kann man das nachvollziehen? So ein bisschen, ne? Und rein theoretisch könnten wir es trotzdem machen, weil diese Sessions mit Toni, als wir das so das allererste Mal gemacht haben, waren halt so iconic. Und das allererste Video mit Toni GeoGuessr fand ich so, so cool. Vielleicht können wir da nochmal ein zweites Highlight-Video hochladen. Warum bist du hier? Wieso ist hier ein Leatherworker? Warum sind hier 2 Leatherworker? Wer hat mit meinen Villagern Faxen gemacht? Ist das hier richtig? Wurde mir irgendwas geklaut? Heiko? Okay, Heiko darf. Nur, warum wollte Heiko Leatherworker? Also, wer will Leatherworker? Ja, ansonsten, ihr seht, wir haben natürlich wieder ordentlich viele Inksacks. Die brauchen wir auf jeden Fall auch noch in Zukunft. Aber ich bin super, super happy darüber, wie das soweit läuft. Also auch, wie es hier läuft auf dem 2-Kanal Bastian. Lasst unbedingt gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Würde mich auch super freuen. Ja, wir sind halt wirklich kurz vor den 400.000 Abonnenten. Das geht momentan so unfassbar schnell. Vor Craftake waren wir gerade mal bei 300.000. Und es sind jetzt wir sind ja schon mittlerweile in der dritten Woche von Craft Attack. Es ist in so einer kurzen Zeit, sind fast 100.000 neue Abonnenten dazugekommen. Ist ultra krass. Bin ich super dankbar für und ich freue mich einfach auch nach Craft Attack oder je nachdem, wann auch immer, hier weiterhin aktiv Videos hochzuladen. Das letzte Video habt ihr gesehen, dort sah es eben so aus. Wir haben ein cleanes Loch. Hugo hat es wirklich richtig, richtig gut gemacht. Er hat wirklich einen, also ja, es ist top. Wir haben hier noch natürlich unsere große Ecke. Das hier wird unsere Mega-Base. Hier haben wir so viel Fläche, um uns geilo zu entfalten. Wir sind dabei Layer 1, Layer 2 und jetzt hier Layer 3. Der ist 3 Blöcke tiefer. Die sind momentan in Bearbeitung. Also 1 und 2 fertig. Die 3 kommt. Und auf die 3 kommen dann auch auf jeden Fall die ersten Endrods. Das bedeutet, wir haben uns heute auf jeden Fall eine Menge vorgenommen. Ich werde hoffentlich vielleicht, mein Ziel sollte sein, 2 Layer zu platzieren. Vielleicht kriegen wir das hin. Dazu müssen wir fleißig sein. Und dementsprechend starten wir gleich rein. Aber ich muss mir gleich mein Essen aus der Küche holen. Wow. Produktiv, eh und je. Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich bin generell... Ja, da hatten wir gestern sowas mit Heiko gemacht. Okay, das ist aber eigentlich ganz cool. Das ist eine coole Lösung. Gestern hat er noch gefragt, wie man das machen kann. Boah, voll cool. Aber warum habe ich noch als einziger wieso habe ich keine Klamotten an? Und warum bin ich einfach nur... Also, warum bin ich nackig und stehe doof da? Okay, das müssen wir ändern. Ich krieg nur eine Hose. Bro, er sieht... wunderschön aus. Ja, ansonsten, es gab beim letzten Upload Komplikationen. Da war, also ich habe das Video online gestellt, obwohl es noch nicht fertig verarbeitet war. Es war einfach nur nicht HD verarbeitet. Warum es dann am Ende keinen Sound gab, keine Ahnung. Also, solltet ihr das Video irgendwie deswegen verpasst haben, checkt es auf jeden Fall gerne ab, würde mich sehr freuen. Die Folge war auch super besonders, die fand ich halt sehr, sehr, sehr nice. Ja. Macht das auf jeden Fall sehr gerne. Falls ihr euch wundert, warum hier so viele Fackeln platziert sind, das war Hugo. Das war mit seiner Aufgaben, dass er sich darum kümmern sollte, dass, ja, halt eben, wenn ich jetzt hier Wände hochziehe, dass da drunter nichts. Also, dass es halt eben safe ist. Und das sieht ja soweit jetzt erstmal sehr gut aus. Wir müssen, by the way, ich glaube, selbst wenn wir genügend Glas, ich glaube, wir haben jetzt momentan genug Glas, um einen gesamten Tag zu platzieren. Wir müssen trotzdem jeden Tag traden. Jeden Tag müssen wir eigentlich reingehen zu den Villagern, damit wir immer genug haben. Also, rein theoretisch würde es jetzt bedeuten, jetzt müsste ich auch traden, weil ich weiß, noch nicht traden. Was eigentlich dumm ist. Wir können ja kurz noch mal, bevor wir groß arbeiten, mal zu Stege gehen.
Oh Gott, ihr Armen. Hallo? Oh, tut mir leid. Habt ihr das auch? Ihr habt's auch gerade gehört, oder? Bro, hä? Warte mal, was? Was machst du denn hier? Hä? Wichtiger? Hallo, geht Voice Mod nicht? Wir müssen uns halt ganz kurz darum kümmern. Junge, die Farm ist ultra weit weg. Was ist los? Nimm mich mit. Okay. Wo geht's hin? Zu Veto. Oh, warum zu Veto? Weil er mein Stuff hat. Kannst du mich erstmal zum Dings fahren? Zu meiner Ink-Farm? Wo ist sie? Links vom Shopping District bei der Guardian Farm. Hier? Ja, noch, ja, genau, du fährst richtig. Was passiert, Hugo? Bist du gestorben? Ich war mit meinem Hund draußen und bin währenddessen gestorben, ja. Bro. Aber warum? Warst du nicht richtig eingebaut? Ich weiß nicht, wo ich war. Scheiße, aber der Stuff, der ist safe, ja? Ich glaub schon, ja. Guck mal, da ist es schon. Das reicht. Danke dir, mein Bester. Gern geschehen. Hast du einen Führerschein? Du fährst echt gut. Ich hab einen Führerschein, ja. Geil, hat man gesehen. So, was ist hier los? Oh, Mann. Scheiße. Oh, Mann. Warum ist der dann jetzt hier hingekommen? Ich sag so, wir platzieren erstmal weiter unseren Stuff. Wir platzieren die ganzen Glasblöcke. Sollten die irgendwann dann alle sein? Naja, dann müssen wir uns halt dann darum kümmern, ne? Das heißt, wir kümmern uns um den Stuff, wenn wir ihn halt auch brauchen. Ja, um Endrods müssen wir uns auch echt nochmal kümmern. Ich hab da ehrlich gesagt sogar schon eine Idee. Was hat es, also was gibt es für, Gravel und Sand. Wer das wohl war? Okay, wir haben viel zu wenig. Wie viele Layer machen wir? 7 auf jeden Fall, wir sind jetzt gerade beim dritten. Ist jetzt eigentlich der Plan, ein Aquarium in die Höhle zu machen? Ich würde es cool finden. Also ich würde genau dort, wo ich jetzt gerade hingucke, ich würde das Ding da ganz gerne fluten. Das Ding ist, das gucken wir uns gleich nochmal an. Also wir müssen uns halt überlegen. Wir können halt dort nochmal eine Rückwand halt irgendwie einsetzen, damit das halt vielleicht ein bisschen kleiner wird, weil so gigantisch muss das eigentlich nicht sein. Aber es hätte auf jeden Fall Potenzial, sage ich ehrlich. Erstmal müssen wir die Kollegen da abernten. Ach, immer wieder schön. Also, the thing ist, passt auf. Ich finde das halt cool, dass es eine naturbelassene Höhle ist. Ich würde ehrlich gesagt in der Höhle gar nicht so viel machen. Ich würde einerseits den Boden einmal ordentlich machen. Dann natürlich hier sowas wegmachen. Hier maybe eine Wand ziehen. Und eventuell halt hier auch nochmal gerade ziehen. Oder vielleicht sogar so lassen. Und ansonsten einfach oben überall Wassereimer hinpacken. Und dann packe ich dann einen Bob rein. Und rein theoretisch, ich weiß nicht, ob ich mir das zu einfach vorstelle, aber wenn du halt super viele Wassereimer dort oben hast, kannst du ja auch eine unendliche Wasserquelle und dann machst du halt einfach Wassereimer, 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 Wassereimer. Ja, bin ich halt am Grübeln. Ich muss jetzt eine Schalkerbox von dir kaufen. Klar, für dich Sonderpreis. Der Shop ist ja eigentlich noch nicht offen. Bro, ich mach auch keine Schalker. Ich hatte das nur gemacht. Heiko hat zu mir gesagt, oh Basti, ich will Raketen verkaufen. Aber ich habe jetzt schon Schalker geklemmt. Ich sag, ja, dann mach Raketen und dann mach ich Schalker. Aber dann musst du die Farm bauen, Heiko. Ja, okay, dann nehme ich Raketen. So, jetzt habe ich Schalker, jetzt habe ich den Salat. Ich meinte, Heiko, geil, ehrlich jetzt, das ist ziemlich geil. Ist schön, oder? Ist heftig, Mann, wirklich, das ist krass. Bist aber jetzt schon fertig, ne? Also mit dem Loch an sich, ja. Ich ziehe jetzt gerade noch so eine Nebeldecke. Ich bin jetzt beim dritten Layer Glas. Wenn es ganz 7. Wie viele machst du? 7. Krass, okay. Und ich mache, also das mache ich zum ersten Mal. Ich platziere dann Endrods auf den drauf. Auf 2 Glaslayern, so random verteilt, dass es dann so Sterne werden. Und dann oh, geil. Galaxiemäßig. Ja, das wird richtig geil. Hier hast du eine Schalker. Ich habe noch keinen, also mein Shop ist noch nicht offen, aber... Warte mal, Moment mal. Hä? Basti? Ja? Hast du kurz einen Anvil? Dann nehme ich die einfach. Die ist nicht geklaut oder so. Aber da steht ja Lootbox drauf. Die muss man ja zurückgeben eigentlich. Ach, stimmt. Ich hab die aber auch nur, ich hab die auch nur bekommen. Ich hab die nicht aus dem Dings. Die ist von wichtiger. Aber, warte, ich hab die dir jetzt abgekauft. Ja, ja. Und damit haben wir ein Rechtsgeschäft geschlossen und ich wusste ja nicht, wo die herkommt. Wo haben wir denn? Komm mit. Also einen, ja.
musst hier in die andere Pyramide. Das gibt mir gerade so Geldwäsche-Vibe. Ich weiß überhaupt nicht, worüber du redest. Ich habe nichts damit zu tun. Dann habe ich auch nichts gesehen. Ich habe gerade 2 Kilo Chicken Wings gegessen. Mir geht's sehr schlecht. Das ist doch geil. Babys Schalker Box. Revi, du würdest dich selber nicht als Basti bezeichnen, oder? Nee, aber ich werde manchmal so genannt. Guck mal, wie ist jetzt? Ja. Das passt, oder? Ja. Ich würde es nicht anzweifeln. Ne, so. Geil. Nee, ich würde mich nicht, also es gibt Leute, die nennen mich Basti. Nova zum Beispiel hat mich immer Basti genannt. Die nennt mich immer noch Basti. Mhm. Sau dumm, weiß ich halt gar nicht. Was ist ein Spitzname bei Sebastian, wenn man Basti nicht möchte? Sebi, klar. Und das ist besser als Basti? Nee, ja doch, ist besser. Ja, doch. Alright, dann, Ja, doch, ist besser. Habe ich mich, ja, bin ich, ja, doch, machen wir so. Ja gut, vielleicht passt es besser zu dir, ja. Was soll das jetzt heißen? Nein, nee, soll gar nichts heißen. Okay. Alright. War mein Fest. Immer wieder schön Geschäfte zu machen. Ich hab, glaube ich, Durchfall. Oh, cool. Danke, danke. Gerne. Fabo klaut Tinte von der Farm? Was? Nee, aber to be honest, warte mal, ihr gesagt, Fabo klaut aus der Farm. Aber die Farm ist kaputt. Heißt das, dass Fabo gerade die Farm repariert hat und dort LAs hingemacht hat? Weil wenn ja, dann ist es voll gut. Yo! Hey, hey, hey. Was geht ab? Glas. Und bei dir? Oh, kein Glas. Schwarzes Glas noch immer. Schwarzes Glas noch immer. Aber kommst du gut voran mit Glas? Ja klar. Also ist jetzt echt nicht so schlimm. Komm an, schon. Ich weiß halt echt schnell geht, aber was ist besser oder schneller? Glas kaufen? Also klar, Glas machen oder platzieren? Ich mache so einen schönen Hybrid. Also traden, dann platzieren. Ich trade aber dafür jetzt mittlerweile echt schnell, weil ich hätte da auch wirklich die richtigen Villager alles habe. Hallo. Ist ja echt schon richtig weit. Ja, oder? Das sind schon 3 Stockwerke. Ja, ist der 3. Layer. Und der wird halt jetzt halt tiefer gesetzt, damit hier die Endrods drauf können. Wie viele Endrods kommen hier drauf dann? Muss ich mal gucken. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also schon mit ein bisschen Abstand, aber schon, ja, soll schon schick aussehen. Guck mal, ich pitch dir mal eine Idee. Ja. Dieser Bereich, unsere wunderbare Wither-Höhle. Ja. Wird ein Aquarium. Komplett? Ja. Boah. Also, das stelle ich mir krass vor, wenn du es aus... Also nicht komplett, ich muss dann so schon ein bisschen auf was halt, ein bisschen cutten und so, aber... Und dann sind da halt ein paar Bobs drin. Da musst du mal aufpassen, dass die nicht so weit kommen bis zu dir, oder doch? Ja, vielleicht werden dann hier auch ein paar Kühe sein. Ja, du wirst die ganze Zeit nur am Essen, am Trinken sein, einfach. Ja, man soll sich ja hier auch wohlfühlen. Das Ding ist, ich will ja auch, was auch auf jeden Fall hier auch noch hinkommen wird, ist ein Basketballfeld. Also hier in die Base. What? Ein bisschen random, aber ich will halt so ein bisschen... Ja, sehr random, oder? Schon, aber ich will, also das soll ja meine Base mit vielen Funktionen, also ne, es soll halt auch ein bisschen was hier zu tun geben und es soll so ein bisschen unser Treffpunkt werden. Das wäre halt irgendwann cool. Und dann sind wir halt hier und chillen und dann will man irgendwas machen und dann ist hier halt in der Mitte, kann man einmal reden, aber man könnte jetzt auch eine Runde ein paar Körbe werfen. Ja, wie so auf einmal im Basketballfilm. Aber geil. Ja, weil es optisch, ich finde halt so, wenn du dir jetzt so ein schwarzes Spielfeld vorstellst mit weißen Linien in groß und so, das kann am Ende halt echt cool sein. Also übertrieben geil. In meiner Vorstellung jetzt. Hugo klaut Raketen. Ja, danke Leute, dass ihr das Bescheid sagt. Wo soll er die klauen? Bei Dings im Shop. Ach so, wieso schreibt die bei dir rein? Ja, weil wir die Kamera machen. Ach so. Jetzt reicht's. Da müssen wir eigentlich schon fast einschreiten. Ja, logisch. Ach. Heiko ist auf dem Server. Ja, stimmt. Oder nicht? Nee, Heiko ist nicht auf dem Server. Hat Hugo extra zum Shop. Zum Shop! What? Sofort! Der hat extra gewartet. Nimm alles mit. Ja, ja. Ich habe alles mitgenommen. Bogen, Harnisch, Axt. Nimm alles mit. Ja, ich habe alles weggepackt. So! Bin schon angekommen, aber... Hast du irgendwelche Spuren? Spurensicherung, fass nichts an! Ich hab hier wirklich eine Spur! Was? Das hab ich doch nicht da hingeworfen. Nee, wer hat... Jetzt for real! Stegi? Als ob der Cloud echt ein Item da lässt und dass man eine Spur hat. Lass mal die Kamera auswerten. Wir müssen hin. Wir müssen hin. Das Ding ist, nicht durch den Schnee, nicht durch den Schnee, man sieht seine Fußspuren! Ja, ja, stimmt. Warte. Wollen wir direkt vielleicht uns schon dann auch überlegen, was wir im Gegenzug wollen? Also, wollen wir eben verhaften? Müssen wir. Komm mit. Wo bist du? Wo bist du? Hast du ihn gefunden, Stegi? Nein, noch nicht. Er rückt noch nicht mit der Sprache raus.
Hugo, du kannst dich einfach klauen. Hugo, ich hab dich als wirklich netten, vernünftigen Menschen kennengelernt. Nein. Und jetzt fängst du an, hier rumzuklauen. Ich hab die Erlaubnis von Heiko zu klauen. Nein. Doch, hab ich. Hast du die Papiere dabei? Ich kann etwas vorzeigen, ja. Er hat mir noch vor 30 Minuten gesagt, dass ich klauen darf. Okay, aber dann heißt es noch nicht klauen. Dann ist klauen der falsche Begriff. Ja, ich hab klauen gesagt. Du hast aber die Kamera schon gesehen, ne? Die hab ich gesehen, ja. Vor allem, ich hab dir vorher noch gesagt, dass da eine Kamera ist. Ja, aber ich hab ja die Erlaubnis. Das heißt, wenn wir jetzt Heiko dazuschalten würden, rein theoretisch, würde das auch bestätigen können. Ja. Und wenn nicht, was ist dann? Dann hab ich geklaut, aber er hat's gesagt. Ist Heiko noch da? Heiko ist gar nicht da. Ja, Zufälle, oder? Auf einmal ist Heiko nicht mehr da. Hugo, weißt du, wie du deine Unschuld beweisen kannst? Ja, wie? Kannst du einen Handstand? Kann ich. Kannst du auf den Händen laufen? Nee. Du musst einen Handstand machen und sagen, dass du nicht geklaut hast. Dann würde ich dir glauben. Was? Einen Handstand und sagen, ich habe nicht geklaut? Ja. Wie lange muss der Handstand sein? Boah, so lange, dass du es halt in Ruhe einmal aussprechen kannst. Ja, okay, kann ich machen. Alright. Oh, moin. Ich bin da. Hallo. Hallo. Jo, hi. Nee. Hugo. Hallo. So, Hugo, jetzt bin ich aber gespannt. Handstand. Handstand. Handstand, Hugo. Und du eine hast Hand. Nicht geklaut sagen. Ja, aber hört ihr das? Schrei einfach. Laut rufen. Schrei einfach. Okay. Und klatsche währenddessen in die Hand. Nein, dass wir es das hören. Geht nicht. Ich muss Handstand machen. Also, ach, du machst in Real Life ein? Ja. Ich hab nicht geklaut, oder was? Ja, du musst sagen, ich habe keine Raketen bei Heiko Carscrafter geklaut. Nee, oh. Er macht der Handstand jetzt? Er macht einen Handstand, um seine Unschuld zu beweisen. Was hat der für Socken an? Wie war das jetzt nochmal? Ich habe keine Raketen bei Heiko Carscrafter geklaut. Das ist zu viel für ihn. Ich habe keine Raketen bei Heiko Carscrafter geklaut, okay. Ja. Yeah. Das musst du sagen, während dem Handstand? Während des Handstands. Ja, der haut so die Vitrine da hinten um. Bro, was? Alter, oh mein Gott. Es ist gar nichts passiert. Also wenn das nochmal, also dann ist eigentlich mehr oder weniger klar, dass du schuldig bist, ne? Er räumt so auf, als er zum ersten Mal aufräumen würde. Hä, was passiert denn da? Nein. Nee, ich glaube, nein, du hast es nicht ausgesprochen. Das reicht definitiv noch nicht. So willst du gegen Revi kämpfen? Junge, ich wollte keinen Handstand machen. Dann mach so, dann mach immer einen Handstand und dann kannst du auch den Satz in einzelne Handstände so einteilen. Dass du einfach nur ein Wort pro Handstand sagst. Aber kann ich auch mehrere Wörter pro Handstand? Ja, wenn du es schaffst, klar. Ja, okay. Oh mein Gott. Oh, Junge, ey. Alter, du hast ihn verletzt, ey. Nice. Ja, alles gut. Ich habe keine... Ja, was hast du keine? Raketen! Weil er hat geklaut! Ja, okay, das ist eigentlich eindeutig. Er kann es nicht gewesen sein. Ansonsten hätte er nicht den Handstand machen können. Ja. Reicht? Ja, ich glaube schon. Du bist unschuldig. Du solltest unschuldig sein. Dankeschön. Und jetzt musst du während dem Handstand aufsehen, was du schon alles geklaut hast. Da hast du aber ein bisschen gelogen, als du gesagt hast, dass du Handstand kannst, oder? Das war jetzt ja, also der war jetzt ja nicht so clean. Warum war der nicht clean? Naja, so. Das Stand aus Handstand kommt ja vom Stehen, so, ne? Ja, ich stand ja beim letzten. Boah. Fabo, hast du eigentlich Inksex geklaut? Ich mach keinen Handstand. ich hab gestern welche genommen. Wichtiger meinte, das Hast du nochmal geklaut? Nee, ne? Wichtiger hat gesagt, was? Nein, Basti! Er hat gestern gesagt, ich darf nehmen und wenn, geht's auf seine Kappe. Moment, man darf einfach klauen? Sag das doch! Fabo, du hast nicht nochmal geklaut seit gestern, oder? Nee. Gut, dann kann ich direkt sagen, ich hab dir gestern, Basti, als wir unten bei Hugo waren, als er die Wand geglättet hat, hab ich dir 4 Stacks Inkstacks gegeben und so viele Fabo geklaut. Also alles gut, ich hab nochmal gefarmt, das ist alles alright. Gut. Alright, nee, mir geht's eher darum, dass die LAs sind halt weg. Wait, wie? Ja. Bei mir fliegt einer in der Base rum. Oh, wie heißt der? Nein, meine LA. Oh. Der heißt Lizzy. Und hat einen Tintensack in der Hand. Du hast Lizzy? Der hat einen Tintensack in der Hand. Die sind bei dir wichtiger, die sind da bei dir. Die habe ich nicht genommen, die sollte ich ja nicht nehmen. Und wer ist Lizzy dann? Ja, Lizzy ist die eigentlich nicht hätte weggehen sollen, aber egal. Nein. Lizzy. Solange sie da ist, ist alles gut. Lizzy Lissabon ist bei dir oben. Ich habe sie umbenannt, das ist... Ah, du... Okay, ja gut. Ha?
Confused. Das ist so eine Tradition, ja, also genauso wie mit League V, wenn du halt Nametags vergibst oder so, musst du halt den verschiedenen Tieren oder Monstern, musst du halt immer noch eine Hauptstadt mit in den Nametag geben. Ah. Tokio, klingt immer cool. Zum Beispiel? Luxemburg. Nicht schlecht. Wow. Diese hast du noch nie geklaut, oder was? Weil du vorhin so gefragt hast, man darf klauen. Nö. Als ob es so normal wäre, hä? Ich fand, das klang überzeugend. Also, kein Handstand, sagst du? Nö. Danke dir für 25 Monate. Ich spiele hier nach den Regeln. Was hat er heute nochmal mit Sebo? Ja, weiß ich nicht, vielleicht spreng ich da was mit denen schon. Unberechenbar. Ja, du wolltest auch was sprengen. Nein, vielleicht ein bisschen, aber nicht so. Nein. Oder noch ein bisschen was klauen, ein bisschen was mitnehmen. Guck mal, was die noch so haben. Kurz in die Kisten geschaut. Ist das eigentlich der Rekord, der größte Call, den es jemals in CraftTech gab? Ja. Ich mach schon ein Video. Die größte was? Die größte Call. Die größte Gruppe. Das heißt hier Gruppe. Alright. Lass dich nicht unterkriegen, Hugo. Dankeschön. Wir haben alle mal aus der Toilette getrunken, Hugo. Mann, Hugo, das passiert halt mal, ne? Hast du Durst, dann guckst du nicht richtig Mann, hin. Junge. Ey, aber to be honest, so eine große Toilette wäre eigentlich cool noch auf dem Österreichberg. Soll ich machen? Boah, extra. Hat jemand einen Wither? Hat jemand einen Wither? Doch, heute waren schon zwei Wither dran, alles gut. Ehrlich? Ehrlich? Ja. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Oh mein Gott. Wie zwei Bilder waren dran. Ja, in meiner Base. Alle guten Dinge sind drei, Hugo. Hä, warum? Nein. Ja, weil das die Wither-Farmstelle ist. Aber nur der Keller, oben ist verboten. Das stimmt. Und er fliegt immer, nach einer Sekunde ist er immer an der Oberfläche. Aber oben ist immer verboten. Hey Hugo, vor allem ist Showcraft noch online. Wer ist er? Ja. Ja, aber. Ja. Der hat dich einfach nur verarscht. Joe, Katze, liegt da! Joe, Katze, liegt da! Aber er schreibt auch instant WTF. Alter. Da weiß ich sofort, worum es geht. Wir machen Gruppenrekord. Ja, der erste Weltrekord in Craft Attack. Hast du Katze gesehen? Faber hat den ersten gehabt. Hallo. Oh, oh Gott, ich bin Mute. Okay, lol. Hi. Wo, Katze? Hi. Wo hast du die gelegt? Da ist ein Schild, wo steht Hugo's Katze. Okay, du müsstest gleich einmal mitkommen. Dann mache ich richtig dir das eben ein komplett. Hanipu ist auch gerade da, ne? Wir können gleich gerne mal eben das mit dem Aufzug eben machen. Du meinst den umlegen, ne? Ja. Wir hatten heute einen ziemlich geilen Plan, das kann ich euch auch erzählen. Wir bereiten als kleines Mini-Charity-Event mitunter hier ein Mario Kart tatsächlich vor. Mario Kart Double Dash, das dann quasi als Teams gespielt wird. Einer fährt, der andere schießt mit Pfeilen auf andere Gegner. Und das wird wahrscheinlich in der Liga dann stattfinden. Und wir haben halt hier die perfekte Location dafür gefunden, weil einfach schon durch die Servergenerierung hier so eine geile Strecke vorgeneriert worden ist. Das lohnt sich. Das wird nice. Erstmal ein Bierchen, okay. Alter. Erstmal eine Zigarette anmachen. Hugo, erstmal alles durchziehen. Auf Mario Kart rausgeholt. Auf Mario Kart muss ich erstmal eine rein. Ey, boah. Mario Kart jetzt nehmen. Oha. Leute, Layer Nummer 4. Den packen wir jetzt wieder. Drei Dinger hier drunter. Das Ding ist, ich weiß, es macht keinen Sinn. Es ist schlauer, von unten nach oben zu bauen. Aber weil wir jetzt halt noch... Wir haben jetzt halt noch genügend Platz. Deswegen machen wir das so. Wenn wir den fertig haben, dann gehen wir weiter runter und fangen dann vom untersten an, dann den vorletzten, dann den vorvorletzten. Aber so ergibt das jetzt momentan noch Sinn. Ja, wunderbar. Du, kannst du mir das nochmal erklären, das Geräusch, bitte? Ich will es wirklich verstehen. Ja, ich hab Probleme mit meinem Halt. Also, dass er irgendwie so schleim ist, mach ich immer so. Okay. Das ist ein Räuspern. Genau. V8, aber. Nee, V8 ist halt. Nein, das war V6. Mach mal richtig V8. Ich hab keine Ahnung, was ist V8? Das und ist jetzt Leute, noch mehr Power. Oh mein Gott. Geh mal Leerlauf. Wehen. Der Hund ist weg. Geh mal Leerlauf. Und jetzt drück durch. Alter. Not bad. Dena. Ist krass. Das ist der jetzt halt ich Gänsehaut. Hugo, was kannst du noch für Geräusche so nachmachen? Was willst du? Ich kann alles. Mach wehen. Nein, er hat jetzt schon gefragt. Warum? Wehen. Ja, er kann wehen richtig gut. Also wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das hören will. Nein, willst du nicht. Dann mach das Baby schon mal. Nein. Er ist ein neues Roleplay-Wunder. Kann ich bitte was anderes machen? Ja, okay. Ja, du sagst immer, kann ich was anderes machen. Nee, okay, ab jetzt mach ich alles. Ja, dann mach halt nochmal, es reicht. Ja, darf ich hier rumreiten? Ja. Ja. Oh, ja. Das schon. Okay. Ich darf nicht lachen. Er lädt auf. Ich kann nicht. Ich muss lachen. Bitte.
Ach Junge, ey, du machst so eine Show, jetzt mach doch einfach. Okay. Ich gebe dir kurz eine Sekunde. Was war's? Was passiert? Gib mir kurz eine Sekunde, warte. Okay. Basti, willst du mal zum Shopping-District kommen? Und dann? Ich muss dir was zeigen. Das ist schlecht! Basti, komm mal her, ey. Was hast du denn da? Nix, wo du stirbst. Okay, dann komm ich ja direkt hin. Auf das also Haar. Da ist nichts, da ist doch nichts, ne? Also wir gehen dann von da aus. Okay. Alright. Komm mit. Jetzt wird's richtig krass. Lass mal zu Cross & Cowell gehen. Bitte, geh mal vor, bitte. Lass mal alle zusammen zur großen Krabbe gehen. Lass mal große Krabbe jetzt. Und los! Komm bitte, schnell! Jetzt! Hast du dich erschreckt? Wovor? Ich höre nichts. Also, wie, du hörst nichts? Ne? Dann lass genau zurück! Warte. Mach Blöcke auf 100%. Warte, ja. Und Gesamtlautcheck auch 100%. Okay, jetzt geht's zur großen Krabbe. Hast du dich erschreckt? Nein, Bro, ich höre nichts. Ich höre wirklich nichts. Was machst du? Was ist hier für ein Zaun? Kreischer. Aber ja. Warum hörst du es nicht? Ich habe es die ganze Zeit gehört, aber ich habe es dir nicht gesagt. Oh. Du hast doch gerade Essen bekommen. Ja, aber eine Karotte. Da unten ist die große Krabbe. Nein, ich gehe da nicht einkaufen. Oh, Alter, Geschäftsmann. Ey, wir machen den Shopping-Cruise! Ich nehm die Level. Jetzt muss ich alle meine Enderperlen neu platzieren. Oh mein Gott. Wie das eskaliert ist! Du hast von jedem eine Links-Rechts-Schelle kassiert. Was meinst du? Oh. Ich hab keine Blut. Oh, hier wird's jetzt langsam knapp. Was ist der Rest so? Nee. Ich dachte. Egal. Aber mein Essen, Hugo, du hast extra jetzt mein Essen wieder genommen. Nein, warte. Was haben wir hier? Oh. Es ist so. Nein, hör auf. Nein, bitte. Digga. Digga, ey, bitte, ich brauch zwei Herzen, bitte. Oh mein Gott. Boah. Mach du mit der Hand weiter. Aber kein Unterschied. Hallo. Das war mit der Faust. Ich hab gesagt, dass ich auf zwei Herzen bin. Die Kamera abbauen. Ja. Klaus? Hä? Klaus? Alter, hat das gerade gesehen? Auf Kamera! Geklaut, Alter. Und das sah nicht so aus, als ob er das zum ersten Mal macht. Ja, ich darf, aber nicht viel hat er gesagt. Ach so, ja, dann. Freaking Tat ertappt, was? Hier ist die Polizei, bleiben Sie stehen. Jetzt kriegt er einen. Nein, hier ist die Polizei. Nein. Ja. 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 Ja, hey. Komm her! Komm her! Ey, bitte einmal ohne fliegen! Hugo, du wirst ihn doch wohl einmal down bekommen. Ja, er fliegt halt die ganze Zeit, ich hab keinen Bogen. Hat jemand Unendlichkeitsbogen? Ich brauch ihn nur. Danke. Pfeil auch? Danke. Okay, jetzt ist er weg. Jetzt bist du gefangen! Oh mein Gott! Nein. Wie du da durchgeflutscht bist? Jetzt bist du gefangen! Jetzt bist du gefangen im Lucky Block Shop! Ey, hör doch mal auf zu fliegen, bitte! Der Ultra ist auch gleich kaputt. Realtalk, ihr müsst normalerweise echt nochmal in den Shop gehen. Geht einmal in den Shop und kämpft da zu Ende. 1 gegen 1 in den Shop. Oh! Sorry. Hier dein Bogen. Hier dein Bogen. Danke. Der neue Stieg ist geboren. Jo, Leute. Ja. Fabo feiert's mal, wenn ich aus meiner Rolle rutsche. Darauf kommt er gar nicht klar. Warum? Keine Ahnung, ich merke immer das Lachen einfach. Denkst du, er findet es nicht mehr? Nein, ich töte ihn, weil er mich auch die ganze Zeit tötet. Jemand ein Feuerzeug dabei?
als einziger Mann, Mann, ohne wegfliegen. Nein, ach Quatsch. Ich habe ja schon einen Brawl. Guck, wer sich nicht traut. Oder er macht, wer first Totempop auf hat. Ja, okay. Dann geht hier rein. Guck, er traut sich nicht. Nee, du, ich hab schon genug bewiesen heute. Du hast gar nichts, wir sind Bescheite. Komm jetzt. Ich finde, du warst heute echt nicht schlecht. Du warst kein schlechter Gegner heute. Komm jetzt, 1 gegen 1. Wer zuerst Tode kostet. Ich kann auch mit der Krabbe kämpfen, wenn ihr das wollt. Hallo. Moin. Hallo. Hallo. Kann mir jemand helfen? Was denn? Bauen. Da kann ich dir helfen. Beim Bauen. Oh ja, Hugo kann dir voll helfen. Was willst du bauen? Die Decke. Bei deinem Haus. Mhm. Oha, wie schnell warst du hier? Ich von neben dir. Er stand vor der Tür die ganze Zeit. Er stand die ganze Zeit da. Er hat gewartet. Schau mal, wie findest du das? Das ist perfekt so. Na, warte, hast du noch eine Stufe? Von den dunklen? Was wolltest du machen? Eine Gondel reinbauen. So. Achso, kannst du mir doch mal diese hellen, also diese normalen Fischestufen da geben? Ja. Die da oben muss eigentlich noch sterben. Hast du gerade eine Katze getötet? Ja, die habe ich doppelt. Na dann. Wer will mein Glas sehen? Welches Glas? Kommt mit zur Pyramide. Alle treffen bei der Pyramide. Alle treffen bei der Pyramide. Aber Mann, wenn ihr keine Connected Textures anhabt, dann sieht das Nebelloch nicht cool aus. Ja, ich hab's auch aber nicht hast an. Hast du schon runtergeladen, Basti? Ja, mach ich beim nächsten Mal. Ah, ist es das schon? Ja, wenn du unten reingehst und dann nach oben guckst hin. Ach so. Aber es kommen noch 3 Layer drüber. Dann wirkt's noch ein bisschen krasser. Ja, auf jeden Fall, mit Licht wird's erst geil. Es ist jetzt auch ehrlich gesagt nichts krasses zu sehen, aber ich bin nur stolz, dass ich jetzt mit dem vierten Layer heute fertig geworden bin. Das sind halt 60.000. Ey, was sehr viel Glas. Oh Gott. Ja. Das sind 53.000 Glasblöcke. Ja. Mhm. Das warum ist da so viel? Warum hast du da so eine komische Farm? Weil ich damit Endrods mache. Ah. Also diese weißen Stäbe, die machst du mit Blazerods und... Wofür machst du die? Die kommen auf diese schwarzen Glas, also auf die Glasblöcke und dann ergibt sich so ein Sternhimmel. Okay, warum machst du das? Weil es cool aussieht, also wenn du es dann, wenn du hier unten bist, das ist die Decke der Base und dann guckst du nach oben, hast du halt so einen Sternhimmel. Und warum? Kennst du so Kinder, die immer weiter... Dicker. Hä, aber wie cool sieht das hier bitte schön aus, wenn du nicht Fullbright anhast hier? Nee, da kommt ein Aquarium rein. Kommt da ehrlich ein Aquarium rein? Komplett. Ja, also ich will eigentlich mit Eisblöcken oben machen. Ich will mal gucken, wie das dann funktioniert, wenn du einfach nur Eisblöcke platzierst und dann die schmilzen. Dann sollte es eigentlich... Also wie wenn man die selber dings... Ich weiß wenn du kaputt machst, kommt Wasser raus. Ich probiere mal, aber ich werde es noch ein bisschen formen und dann will ich hier ganz viele Elder Guardians eigentlich reinmachen. Ein paar Bobs. Wie transportierst du Delfine? Mit einer Leine oder halt dann mit einem Boot? Warum willst du ein paar Delfine bei dir haben oder was? Ja. Gehst du dann mit denen so um wie mit der Katze? Nein, nur wenn es zu viele sind. Ach so, ja dann. Spielen gerade viel weniger Leute als am Anfang? Oder wie ist so das Gefühl? Also, sind jetzt in Woche 3. Ich finde ehrlich gesagt, dafür ist es echt noch eigentlich gut voll. Okay. Ich finde durch die Voice-Mod, Leute, ist halt, sag ich mal, so spontanes Situations-Roleplayer überhaupt erst wirklich möglich. Das konntest du ja davor noch nicht mal richtig machen. Also du musstest ja dann dafür, also für Roleplay musstest du dich ja absprechen, hey, kommst du dann und dann auf den Server in den Discord und so. Ist ja Quatsch. Alright, ich gehe dann jetzt pennen, Freunde. Dann gute Nacht, Basti. Jo, Gunnar. Euch auch eine gute Nacht und man hört sich. Macht's gut. Bye-bye. Jo, ciao.